So, Servus und Grüß Gott hier im Achtelfinale von Schlacht um Runeterra, Gefecht Nummer 3. Es spielen, wir kennen sie bereits, Kind Boy Academy. Ich wollte sie eigentlich Bimbo Squad nennen. Scheiß drauf. Sie haben ihr Kind Boy Academy anscheinend auch nicht durchgekriegt. Und ein alter Bekannter, My Insanity. Wir erinnern uns an das Halbfinale von Gefecht Nummer 1, Wasp Gaming gegen My Insanity war recht knapp, allerdings hat Wasp Gaming doch das Ganze schnell 2 zu 0 für sich entschieden, wie jedes Game bislang in Schlacht. Ich habe bislang noch kein 2 zu 1, ja? Und dann recht mich auf. So, wir sind ja schon direkt im Raid, kurze Zusammenfassung. Kind Boy Academy spielt auf der Red Side, Kragas, Top Lane, Nunu Jungle, Cassiopeia Mitte und Jinx und Lulu haben sie Bot Lane gekriegt. Das ist alles natürlich ein ziemlich Late Game-lastiges Game, gerade für Cassiopeia und Jinx, und die beiden Lanes werden ziemlich lange brauchen, bis sie scalen. Von daher ist das ganze Team und na, sie müssen das ziemlich gut hinkriegen, gerade das Early und Mid Game, damit sie dementsprechend ziemlich gut punkten können. My Insanity mit Camille Top Lane, Kha'Zix im Jungle, Meiser haben Mitte und Twitch und Bart Botlane. Yo. Die Buns von My Insanity Seite: Zac, Thresh, Syndra, Orianna und Galio, währenddessen Kind Boy Academy Caitlyn gebannt hat. Die ist momentan noch in dieser Meta eine ziemlich starke AD Carry. Wurde noch nicht tausendmal runtergenervt. Fiora wurde gebannt, Elise, Shen und Jarvan, der gute Jafer, der ziemlich mit Lethality skaliert zurzeit. Ja, wir haben ein neues Design und das ist nicht mir zuzuschreiben, weil ich kann keine Designs erstellen. Könnte vielleicht schon, aber bin dafür viel zu faul. Man sieht hier zwischenzeitlich auch auf der Botlane, das ist einfach, Twitch und Bart haben da sind viel stärker, sind viel komponenter auf der Botlane zurzeit als Lulu und Jinx. Lulu und Jinx, man merkt, die Lane basiert darauf, dass die Leute farmen. Ja. Also, wenn dort jemand stirbt, dann dadurch, dass Twitch und Bart engagen. Das funktioniert doch nicht so gut, ja. Die Upsil und Lana Del Bay. Wir kennen die beiden bereits, gerade aber auch Captain Knäckebrot in der Mitte und Volldoll. Ach, habe ich sie vermisst. Ja, wir haben ein Design und der Grund dahinter liegt daran, dass ich diese Aufnahme überhaupt nicht live schaue. Schade. Ja, ich bin in Nürnberg gewesen, hatte einen ziemlich freshen Urlaub. Ich glaube, das Ganze habe ich auch in einem anderen Video bereits gezeigt und es müsste mittlerweile schon längst online sein. Ja. Wir sind also in der Vergangenheit. Ich könnte quasi jetzt auf das Ergebnis schauen. Aber das ist bei den Boys zurzeit ja auch nicht anders. Ha! Spoiler! Camille Toplane ziemlich dominant. Ich bin allgemein gespannt, wie sich hier Kind Boy Academy schlagen wird, beziehungsweise Bimbo Squad. My Insanity sind sehr stark. Sehr gut gespielt im letzten Gefecht. Im zweiten Gefecht kann ich nicht sagen, das habe ich leider nicht verfolgt. Aber wir wissen bereits auch, dass das zweite Gefecht Wasp Gaming gewonnen hat. Oh Wunder, oh Wunder. Von daher kann es nicht My Insanity sein. Ihr Kha'Zix invadet, stört ihn nur ziemlich mies. Das Geile ist halt an dieser Ansicht. Oh, Zucker. Man kann sehen, wie viel Farm die Leute haben. Das habe ich vermisst. Das habe ich so vermisst, ja. Ich musste mir die ganzen Aufnahmen von Volldoll, du bist ein Schatz, ich weiß, ja. Du hast Super Nunu gespielt, du hast ihn jedes Mal gespielt. Und die Tatsache, dass Nunu nicht gebannt wurde, besagt auch schon, dass die Leute dich spielen lassen wollen, weil sie denken, du kommst damit klar, ja. Aber die Aufnahmen waren Krebs. Also, sorry, ist es ein Kampf, nicht zu wissen, was die Leute gerade an CS haben. Da muss man, kannst da nichts führen. Ohne dich hätte ich keine Aufnahmen. Aber ist wie es ist. Jetzt wird der ganze Bums nämlich gestreamt von, Gott, wie heißt der Channel? Das ist der Riot Games Deutschland Channel.
der das ganze, die ganzen Schlacht um Runeterra auch größtenteils streamt. Also, wenn ihr diesen Channel nicht kennen solltet und Schlacht um Runeterra verfolgt habt, das wird wahrscheinlich nicht vorkommen. Also, bezweifle ich sehr stark. Das wird definitiv nicht passieren. Und dementsprechend ist es eine kleine Ehre, zumindest für Kindboy Academy hier auf dem Stream gelandet zu sein. Wobei wir ja eigentlich, gut, das ist Achtelfinale im Final Bracket ist schon relativ gut. Ja, kann man nichts gegen sagen. Wir können ja mal so einen kleinen Zwischen-Scout machen. Cassiopeia ist eine gute Antwort gegen Malzahar. Auf jeden Fall. Vom Farm her auch dementsprechend viel dominanter zurzeit. Kha'Zix, merkt man bereits, ist auch im Jungle derzeit ziemlich hart am Scalen. Nunu, Massive Objective Control, ist noch nicht den Dragon angegangen, weil dafür ist der Bart ziemlich gut zuständig. Der hat ja nicht nur neben seiner Funktion als Glockensammler auch noch die Funktion als Support und wardet tatsächlich regelmäßig den Dragon Pit. Das ist ganz toll. Das freut uns alle. Top Lane. Camille gegen Gragas. Zurzeit auch vom Farm her ziemlich stark. Camille führend. Das ist fast zwei Waves. Holy fuck. Hier die ersten Gankversuche. Wir haben keinen Sound, weil wir sonst den Sound von unseren lieben Co-Moderatoren hören würden, die sehr uninteressant sind. Zumal sie regelmäßig das Mikro verkacken. Wir kennen es ja bereits aus dem Finale von Schlacht um Terra Gefecht Nummer 1. Yo, so schaut das aus. Also derzeit ein kleiner Goldvorteil von My Insanity. Aber auch allgemein, die ganze Map Pressure scheint mir ziemlich stark in die Richtung zu gehen. Toplane, das ist ein gutes Gegenbeispiel. Er kann ein bisschen Pressure aufbauen, weil er weiß, Kha'Zix ist gerade Botside Jungle. Nichtsdestotrotz muss er sich schon ziemlich oft so ein bisschen weiter nach hinten begeben. Zumal man muss auch dazu sagen, Nunu ist jederzeit da. Er hat ein Backup. Ja. Der Nunu ist ja, er ist am Counter-Jungle. Der Volldoll. Wir lieben ihn. Ja. Und jetzt kommt eventuell ein Gank über die Plastic-Coin. Der Busch ist gewardet. Oh, könnte das ein First Blood sein? Camille ist jetzt ziemlich zoned. Muss flashen. Aber Maisa hat das Ganze rechtzeitig gesehen, kommt mit Ghost an. Also, Maisa ist da. So ein Glück, aber auch Botlane vom Farm her nebenbei immer noch ziemlich gleich. Sie versuchen, wie gesagt, die Lane safe zu spielen. Der Gank vorhin von Kha'Zix. Es war ein Versuch, da ein bisschen einzubrechen, hat aber nicht ganz geklappt. Anders kamst du da auch nicht wirklich ran, weil Lulu ist halt zurzeit fucking OP. Und das hier merkt man auch in den Worlds. Alle Shield Supports. Ardent Sensor, warum sollte man dieses Item auch nerven? Wobei, ich nehme alles zurück. Ich meine, sogar zurzeit ist Ardent Sensor noch gar nicht OP. Es könnte sogar sein, dass es sich hier um ein Game handelt, wo Ardent Sensor nicht als erstes gekauft wird auf Lulu. Ist denn das die Möglichkeit? Weil in den Worlds zurzeit wird sogar auch extra teilweise Relic auf den AD Carries gegangen, damit das Gold geshared wird und die Supports schneller Ardent Sensor kriegen. Krass. Währenddessen Toplane Kha'Zix gankt, das haben wir leider nicht gesehen. Schade, dass der Stream die Jungler beim Farm zeigt. Das ist sehr beruhigend. Dankeschön. Also wir haben jetzt gerade hier den Gank leider nicht gesehen. Kha'Zix mit Double Buff. Das wird unsere Toplane, unseren Finolu ziemlich hart behind bringen. Ja? Ich meine, ich als Freund von Kinboy Academy alias des Bimbo Squad bin natürlich dementsprechend auch ein sehr parteiischer Moderator. Allerdings muss man dazu sagen, dass es sich hier wirklich um einen starken Gegner handelt. My Insanity. Die haben schon Faustdick hinter den Ohren. Die machen das Ganze hier definitiv nicht zum ersten Mal. Godfatal ist da. Ja. Und Camille geht straight für Trinity Force. Und Gragas wird sich denken, fuck my life. Das wird jetzt eine richtig harte Lane-Phase. So, der Blue Buff wird secured für Cassiopeia. Das ist ziemlich wichtig. Sie hat momentan noch den Druck auf der Lane. Es geht natürlich auch ziemlich weit nach
Slate. Gragas wird halt weiterhin behind sein. Es ist mit zwei Lanes, die behind sind, ist es schwierig. Kensington zieht ziemlich tief, ziemlich deep, aber Bart ist im Hintergrund. Da kommt die Bart Ult. Nunu versucht das Ganze zu securen, wird aber nicht schaffen. Lulu ultet, aber Maisa Flash ultet ebenfalls. Keine Chance. Für unseren guten Support, Lana Del Bay. Ich frage mich, ob es ein Mädel ist. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Es ist tief in der Nacht. Ich versuche gerade, alle Leute, die sich hier in dieser Bude befinden, nicht zu wecken. Dementsprechend raste ich nicht so aus und schreie, dass Fiora immer noch keinen fucking Assist hat. Nunu engaged hier, beziehungsweise Kha'Zix snackt sich die Jinx. Nunu ultet. Sie kriegen den Kha'Zix aber nicht down. Holy fuck. Maisa fällt. Aber es sollte, Kha'Zix sollte rauskommen. Twitch pusht in der Zeit, er kann super escapen. Gar kein Problem. Es ist auch bereits der Botlane Turret gefallen, gerade durch Twitch. Das ist ein ziemlich schwieriger Early Lead, aber es war eigentlich auch zu erwarten. Weil gerade mit Kha'Zix und Camille sind zwei ziemlich starke Early Champions. Besonders Kha'Zix. Also, dass Kha'Zix hier Bewegung reinbringt, ist klar. Und schenkt man der Camille einen Assist, einen Kill, das reicht schon ein kleiner Vorteil. Im Abgesehen davon hat sie auch 30 Minions mehr. Sie wird die Lane dominieren. 100 Pro. Almarion heißt der Gute nämlich. Wäre mal interessant zu wissen, wie die ganzen Leute heißen. Ich glaube sogar, Almarion ist neu. Ich meine, der war letztes Gefecht nicht auf der Top Lane. Ich kann mich schwer täuschen. Aber ich meine, letztes Mal hat Top Lane Plusle gespielt. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Auch Drachini-Fanboy ist neu. Swissy ist weiterhin immer noch Midlane. Camille rotiert währenddessen auf der Botlane, ultet. Versuchen wieder hier die Lulu zu kriegen. Na, es hat nicht ganz geklappt. Oh, schöne Ult währenddessen von Jinx. Konnten den Kha'Zix raussnacken. Auch Maisa stirbt. Das war jetzt ziemlich risky. Ich meine, die Botlane hat rotiert, das ist klar. Es ist der Turret Fade, das ist rein logisch. Aber dass sie trotzdem hier so ein risky Play machen. Dabei war nicht mal Nunu am Start, ne? Es war ein bisschen sehr deep. Und Gragas hat hier die Probleme, spielt das unglaublich gut aus. Kriegt auch noch den. Na, es ist ein Execute auf Bart. Unlucky one. Und Twitch wird auch noch wegkommen. Ah. Das ist bitter. Das ist durchaus ziemlich bitter. Ansonsten hatten wir. Ich glaube, sogar die Botlane war anders. Ich glaube, der einzige, der hier wirklich gleich geblieben ist, ist der Swissy von My Insanity. Ansonsten hatten wir für Kirigiri und Tirisio auf der Botlane, meine ich. Also, es ist größtenteils eine komplett neue Teamaufstellung. Yo, währenddessen Kniggebrot hat den heißen Farm. Ja, er ist aber auch ziemlich, er hat gerade durch den Kill auf der Botlane eben auf den Maisa. Das war wichtig. Das bringt sie ordentlich wieder zurück ins Game. Hier wird der Herald gerade ein bisschen contested. Es wird heiß, Leute, es wird heiß. War das auch am Start? Derzeit Camille und Jinx nicht. Na, sie wollen den Herald, meine ich, resetten lassen. Er soll zurück in den Pit gehen. Mein Junge, rück dich ab. Du hast nur 6 Minuten Zeit. Du wirst noch gemacht. Und Captain Kneckerbrot weiterhin mit einem recht harten, stabilen Goldvorteil gegenüber dem Schmalzahar, aka Swissy. Twitch wiederum auch für ziemlich krass am Farm. Beinahe hätte es eine Lulu-Twitch-Kombo gegeben. Nein, also My Insanity hatte First Pick und die Antwort daraufhin war, dass Lulu direkt gepickt wurde von Kindboy Academy alias Bimbo Squad, einfach weil man keine Twitch-Lulu-Kombo haben wollte. Ganz klar. Und es fällt auch der Top-Lane-Turret. Also,
Die Pressure bleibt. Mein Sanity muss weiterhin auf Slade hoffen. Und der Herald könnte sogar ziemlich free sein, Nunu wird ihn nicht wirklich contesten können. Ne. Er wird Mission rausgepullt. Ja, der Damage ist noch nicht so krass. Es könnte auch bei Lulu. Na, sie haben keine Vision drauf und deswegen werden sie wahrscheinlich auch einfach. Die werden die nicht angehen können. Der Herald geht an My Insanity. Das ist keine Frage. So, mein Mikro hat sich auch kurz verabschiedet. Das ist immer super. Ich beschwere mich über irgendwelche Problematik beim Stream, aber hab die gleiche. Aber hey, andere runtermachen. Macht am meisten Spaß. Es sieht so aus, als wollen sie hier den Herald verwenden, um die Midlane reinzudrücken. Nunu entdeckt den Kha'Zix im Busch, merkt, Moment mal, hey, ich hab doch mein Team im Back, ja? Das wird direkt geultet. Bart ult misst ebenfalls Twitch. Ultet, versucht den Nunu down zu kriegen, schafft es nicht, flasht. Tief rein. Kha'Zix will auf die Jinx gehen, stirbt dabei und auch noch Twitch stirbt. Das ist jetzt hier ein ziemlicher Vorteil. Camille währenddessen snackt sich. Cassiopeia, Gragas kann sie noch vollstrecken. Dass es dieses Wort überhaupt gibt, ey, dass ich es überhaupt kenne. Ich spiele LOL auf Englisch für gewöhnlich. Ja, das ist ein ziemlich guter Win hier. Ein ziemlich guter Win im Teamfight. Sie können. Kinboy Academy kann den Turret in der Midlane nehmen. Wäre das anders ausgegangen, wären mindestens zwei Turrets gefallen. Das hätte zumindest Kha'Zix überlebt. Er hat den Herald. Und er wird ihn auch benutzen. Die Frage ist, wann? Na, er hat noch so Hälfte Abklingzeit. Schauen wir mal, was da passiert. Der Gragas-Skin wird übrigens bald mein sein. Das will ich nur mal kurz angeben. Auch wenn ich kein Gragas spiele, aber komm. Das Einzige, was geil ist, in Bayern ist ein Oktoberfest. Spaß beiseite. Drachinis Fanboy. Immer noch ziemlich dominant. Ich finde, der Stream kann jetzt eigentlich. Ich meine, das war gerade ein Teamfight. Dankeschön. Jetzt könnt ihr wieder schön die Ressourcen angeben. Mhm. Und die erste Pause. Mal, seid ihr irgendwie so behind? Oder was ist los mit euch, Jungs? Was geht da ab? Hat unser Volldoll wieder so ein bisschen Connection-Probleme? Hm? Da will ich mal nicht hoffen. Der Goldvorteil ist nicht mehr da. Nicht wirklich. Das sind 300 Gold. Das ist gar nichts. Verteilt auf 5 Mitglieder. Das ist ein Shutdown AK. 60 Gold für jeden. Mathe und so. Allerdings, na gut, 2 Turrets. Ist es wieder ausgeglichen. Wir sind bei Minute 18. Ist es wieder ausgeglichen? Wir spielen das Ganze ein bisschen schneller ab, damit wir gucken, was gerade eben alles passiert ist. Es ist ein Dragon gefallen. Und Bart wurde gecatcht. Na, ein Glück. Gab es diesen Systemfehler? Ist ja nichts Wichtiges passiert. War ja nur ein fucking Cloud Drake. Ein Cloud Drake für My Insanity sozusagen. Allerdings war der Kill ziemlich nützlich. Wir sind hier in einer sehr guten Situation. Camille ist Toplane. Gragas kann vielleicht halten. Maezahar macht hier einen netten Damage auf den Nunu. Nunu wird später tanky as fuck sein. Das wissen wir auch. Allerdings haben wir gerade nicht wirklich gesehen können, dass sie den Turret siegen konnten, obwohl Bart nicht da war. Hier musste Herald gedroppt werden, damit er von der Zeit her wirklich rechtzeitig durchkommt. Kommt hier ein Cash auf die Camille? Nein. Ein kleiner Hint auch nebenbei. Herald kann man bei den Golems platzieren, damit er dort stuck ist und man ihn jederzeit später auf der Toplane verwenden kann. Das ist eine kleine tricky Mechanik. Man muss natürlich beachten, dass die Gegner ihn jederzeit sehen können. Hier sicker Schaden auf den Nunu. Er ist viel zu deep. Der Herald stumpt den nächsten Turret. Das ist der Goldvorteil. Auch hier wieder für My Insanity. Nunu muss recallen. Jinx ist gerade eben gestorben. Das war ein bisschen unkoordiniert, würde ich sagen, von My Insanity. Nein, Quatsch. Von das Bimbo Squad alias Kindboy Academy.
Ah, das ist wie mit Wasp Gaming, ne? V4SP Gaming, keine Ahnung. Oh, die Jinx Ult. Opsel, du übertriffst dich tatsächlich, ja? Du machst das gut, was du gerade eben schlecht gemacht hast, dann wurde es gecatcht, mein Freund. Sehr schöne Jinx Ult. Es wird überlegt, ob man den Baron jetzt angeht. Camille ist tot. Kha'Zix war noch nicht Base. Da kommt der Teleport. Es wäre ein möglicher Call. Twitch wurde auf der Botlane gesehen. Machbar. Durchaus machbar. Sie können ihn sehr schnell runterratzen. Kha'Zix ist halt in der Nähe. Und der Bartschaden gerade eben war auch nicht ohne. Malzahar ist mittlerweile da. Sie sind zu dritt. Lulu wird fein, ziemlich schnell. Cassiopeia wird unnötig gecatcht. Was ist denn da los, Leute? Ja, Baron reckt sich. Das war ein nicht sehr guter. Der Call wäre machbar gewesen, aber Kha'Zix ist halt geblieben. Er war vom Smite her viel schwächer. Und er hätte einfach, sie hätten warten müssen. Sie hätten nicht so blöd reingehen müssen. Zumal Cassiopeia und Lulu. Das war nicht gut. Nuno wird ja auch gecasht. Das ist ein. Digga, das ist ein Triple Kill. Nicht Triple Kill, aber sind drei tot. Camille ist hier greedy. Und das ist kein Problem. Weil Toplaner, die nur farmen und keine Kills kriegen, die kennen wir ja. 1-4-1 Camille. Naja, aber das letzte Mal cutten wir das Ganze von Finolo, der Fiora gespielt hat. Ist das ein Free Baron? Ich hätte jetzt eher gesagt, das wäre ein Free Baron. Ich bin verwundert, dass sie den nicht angehen. Also My Insanity. Dass das Ganze schlecht ausgegangen ist für Kinball Academy, das ist klar. Hätten sie ihn durchgekriegt, wäre das Ganze ein weiterer super Vorteil gewesen für einen Sieg. Aber jetzt stehen sie wieder behind. Und das um 3000 Gold. Na, 2000. Zweieinhalb. Wir wollen uns mal nicht lumpen lassen. Aber das ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Pflaster, auf dem sie stehen. Auch vom Farm her ist Twitch deutlich stärker. Obwohl Jinx sich ein paar Kills mit der Ult gesnackt hat. Hat der Twitch nicht bessere Items? Was rede ich da überhaupt? Er war anscheinend noch nicht back, denn er hat sich bislang immer noch nicht seinen Static geholt. Ich bin verwundert. Das ganze Spiel verlagert sich auch jetzt sofort wieder auf die Tier 2 Turrets. Also, Keenboy Academy ist da immer noch ein bisschen am Turteln. Wie gesagt, sie haben ein starkes Late. Ich finde sogar, sie sind bislang ziemlich gut über das Midgame gekommen. Das Ganze ist immer noch in der Hinsicht ziemlich ausgeglichen. Oh, nun ist die Pivot abgebrochen. Camille merkt, oh, da ist ja doch jemand drin. Scheiße, schnell wieder raus. Später wird vielleicht das Problem sein, dass Kha'Zix Probleme haben wird, Leute isolaten und zu killen, weil das ist hier Competitive Teamplay. Die Leute wissen, was sie tun. Denkt man zumindest, wenn man bedenkt, dass Cassiopeia und Lulu gerade eben ziemlich blöd nach vorne gelaufen sind. Aber alles in allem, wir haben hier eine Peel-Com mit Lulu und Nono auf der Jinx. Die wird stompen im Late, ja. Der wird auch der Twitch nicht gegen ankommen. Er hat einen Bart. Cassiop muss hier flashen, damit er der Bart-Ult übrigens entkommt. Eine Bart-Ult ist natürlich perfekt, wenn mehrere getroffen werden. Neu positionieren, vielleicht anders angehen, sandwichen. So kann man tatsächlich gegen den Jinx ankommen. Auch eine, die fett ist. Aber dafür muss das Ganze erstmal treffen. Und die Leute dazu zu forcen, es wird schwierig. Ich hätte von Anfang gesagt, dass die Comp von My Insanity stärker ist. Zumindest gerade am Anfang. Aber Kinboy Academy hat da, wie gesagt, ziemlich gute Lane-Vorteile. Allerdings frage ich mich gerade, warum die versuchen, hier einen Turret zu kriegen. Kinboy Academy. Und sie sich gerade splitten. What the fuck? Aber Cassiopeia scheint den Kha'Zix fighten zu können. Gragas kommt zur Hilfe. Kein Isolated Ziel. Das ist schön. Camille ist in der Zeit ebenfalls rausgekommen. Der Turret hat immer noch über 300 Leben, Leute. Was war los mit euch? Warum habt ihr nicht einfach auf Minions gewartet oder seid rausgegangen? Holy shit, Kha'Zix ist tot. Cassiopeia wird in der Zeit gecatcht. Die Vision ist halt nicht so gegeben im Jungle. Das kann man sich nicht so wirklich. Ja, man kann es nicht. Bart ist sehr schnell. Und Twitch ist halt fucking unsichtbar. Und der Schaden, der hier herausklopft, der ist halt insane. Das ist keine Frage. Jinx hat hier nicht mal eine Möglichkeit gehabt, raufzukloppen, weil sie eher damit beschäftigt war,
bei Heinz zu gehen. Das war ein fucking Twitch alleine. Swissy hier schön den Virus versprühen. Lulu muss flashen und stirbt trotzdem noch. Lana der Bell, auf sie wird's abgesehen hier. Das merkt man stetig. Ocean Drake, der zweite, wurde gemacht. Die Dragon Control, trotz des Nuno Picks, ist immer noch stark bei My Insanity. Und dadurch, dass der Midlane Turret weg ist und auch der Botlane Turret fast, fällt auch langsam diese Turret-Reihe. Der Baron rückt immer mehr in greifbare Nähe. Man muss halt wissen, dass wenn die Lanes durchpushen, dass das Ganze viel leichter anzugehen ist. Bluebuff für Swissy alias Malsa. Und Kinboy Academy muss sich hier neu aufstellen. Sie haben bislang recht gut gespielt. Das mit dem Baron Call wäre sehr unlucky. Und auch gerade eben die Twitch-Aktion hätten denn nicht passieren müssen. My Insanity hat einen Fehler gemacht und sie haben daraufhin leider den nächsten Fehler gemacht. Nuno sorgt hier für den Catch. Die Bart-Ul trifft nur Lulu. What the fuck? Nicht den Nuno selbst. Ja. Bart stirbt in seinem Journey. Gragas währenddessen immer noch mit Camille am Start. Gragas wird nur halten können. Er hat gegen die Camille bislang keine Chance, aber er hat es immerhin geschafft, den Turret aufrechtzuerhalten. Camille roamt jetzt. Gragas muss hinterherkommen. Hat TP ab. Und Bart ist tot. Also, Kindboy Academy könnte nicht den Baron angehen, definitiv nicht. Wir müssen versuchen, irgendwas in Gang zu bringen. Und auch nicht. Ich glaube, das Beste wäre gewesen, die beste Antwort wäre, glaube ich, jetzt gewesen, wenn sie Richtung Jungle, in einen eigenen Jungle gelaufen wären und Camille gecatcht hätten. Weil dann wären sie in einer 5 gegen 3 Situation. Und sowas wäre nicht passiert. Lulu ist isolated, wird von Twitch assassiniert. Der Junge gönnt sich gerade jeden nächsten Kill. Das ist ja... Ich wollte gerade einen Vergleich bringen, aber das Turnier haben wir damals gar nicht aufgenommen, was wir gespielt haben, was ich jetzt gebraucht hätte. Also Twitch ist hier sehr penetrant. Und Kha'Zix ebnet sich immer noch als ein sehr guter Jungler. Top-Lane wird reingedrückt. Das ist ein Inhib-Turret. Zwar kein Inhib, aber immerhin ein Inhib-Turret. Und langsam bröckelt die Verteidigung von Kindboy Academy und Jinx hat erst zwei Items. Das ist noch nicht das Late-Schnuggies. Überhaupt nicht. So ganz und gar nicht. Hier kommt der Face-Check. Oh, die Maisaha-Ult ist strong. Damit können sie perfekt Picks machen. Sie haben halt ein Team, das kann super Picks kriegen. Für einen Teamfight wäre natürlich logischerweise später Kindboy Academy stark, weil sowas kann passieren. Eine dicke, fette Ult. Jinx versucht hier ein bisschen Damage zu procken. Oh, Twitch wird gecatcht. Schöne Ult von Gragas. Camille hier am Start versucht die Cassiopeia down zu kriegen. Schafft es nicht ganz, fällt ebenfalls. Kha'Zix ist low. Maisaha, jetzt ist die Chance für einen Baron. Toplane pusht rein. Ja, aber es ist kein Inhib bislang gefallen. Die Wave ist stärker, er wird Schaden kriegen, aber es muss jetzt der Baron angegangen sein. Nuno ist tot, es ist risky. Und deswegen bleibt Kha'Zix auch, weil er weiß, Nuno ist tot. Wird jetzt der Baron angegangen oder nicht? Nein, der Mid-Turret wird durchgepusht. Nuno death währenddessen Top-Lane. Sie können nach diesem Turret hier nicht auch noch den Baron machen. Definitiv nicht. Es ist zwar ein gewonnener Fight für Kindboy Academy oder Bimbo Squad, aber sie können nicht viel rausholen. Und sie müssen weiterhin die Vision auf den Baron behalten. Das ist ganz wichtig. Twitch holt sich den nächsten Red Buff. Ich nehme an, Camille wird als nächstes Botlane weiter pressuren, Gragas dazu bewegen, dass er ebenfalls bleibt. Sie haben beide noch Teleport ab. Das ist bislang sehr wenig passiert. Teleports, sowohl offensiv als auch defensive, allgemein TPs, wurde relativ wenig verwendet. Auch bei Botlane-Gangs, dafür sind einfach die beiden Lanes nicht perfekt ausgewiesen. Und Cassio wird hier gecatcht. Aber Jinx ist da. Sie kriegen den Damage nicht drauf auf den Twitch. Er reckt einfach beide. Lulu wird gecatcht. Nuno kann in der Hinsicht nichts machen. Autsch. Twitch ist fat as hell.
Dabei hat Jinx genauso viele Kills. Muss einfach die Items gucken. Sie musste für Milah echt tatsächlich fucking Mercurial holen. Und das Ganze ist jetzt hier eine 5 gegen 2 Situation. 5 gegen 1. Voldol ist der letzte Überlebende. Ultet. Da kriege ich maximal noch einen Kha'Zix. Ja, Kha'Zix stirbt. Das Ganze ist, das ist gewonnen. Also das sind 2 Inhibs für My Insanity. Minions stehen nicht perfekt. Also doch Midlane Pressure durch, Toplane wiederum nicht. Sie werden wahrscheinlich jetzt einen Safe machen und für den Baron gehen. Aber 2 Inhibs ist schon sehr stark. Da kommt wieder die Jinx und die versucht was zu treffen. Vielleicht auch versucht einfach die Jinx zu treffen, um den Recall abzubrechen. Hat leider nicht geklappt, das war ziemlich close. Was hat jetzt Kindboy Academy für eine Chance? Naja, sie können zum einen versuchen, den Baron. Das wäre das Richtigste, was sie tun könnten. Es ist nicht zu empfehlen, Kha'Zix war tot, aber sie können ihn nicht machen. Next Drag ist ebenfalls ab. Wir können gerade nicht sehen, was das für einer ist, leider. Aber sie müssen wahrscheinlich einfach defensiv spielen. Die Frage ist, können sie den Baron contesten? Nein, wenn den Cassio weiterhin die ganze Zeit alleine steht und Twitch gekillt. Jetzt wiederum allerdings auch der Catch auf die Meiser haben mit. Dieses Mal hat es gereicht. Das war halt ziemlich gut vorbereitet. Der Meiser war da als Backup, um zu peelen, um auch Cassio von einer Ult zu, na, zu hindern, quasi Twitch zu safen. Aber der Damage von der Jinx war dann doch wiederum viel zu stark. Sie sind jetzt zu low. Bart ist währenddessen wo auch immer gestorben. Ich entschuldige mich für meine Moderatorfähigkeit, dass ich das nicht überblicken konnte in diesem Stream. Sogar noch mit Ult. Und jetzt ist nur noch Camille und Kha'Zix offen und sie müssen die Lanes rauspushen. Sie haben sonst keine Chance, sie sind auch vom Gold behind. Sie brauchen sowas wie einen Baron, oder beziehungsweise sie brauchen ihn nicht, sie brauchen quasi. Sie dürfen bloß nicht selber gepunished werden, dass My Insanity den Baron kriegt. Das wäre bei 2 offenen Inhibs böse, sehr böse. Dagegen anzufarmen ist unglaublich schwer. Ja. Cassio prepared sich. Jinx ist mittlerweile, wie gesagt, immer noch bei 3 Items. Mercurial hat sie sich geholt. Nur gegen den Meiser selbst. Gegen die Flash Meiser-Ults. Ah, es ist bitter. Kha'Zix wurde hier gerade gecatcht. Danke, dass die Kamera sowas aufzeigt. Twitch ist währenddessen in der Nunu-Ult drin. Stirbt. Das ganze Blatt scheint sich hier nochmal zu wenden, weil Picks gemacht werden. Ich will mich nicht weit aus dem Fenster hängen, ne? Aber das Late Game, es winkt. Von Kinboy Academy, ja, das hast du gezeigt, Leute. Hier. Der Stream kackt ab. Leute, es ist wieder soweit. Ein Jinx im Late Game, ein Gragas, die Teamfight-Kombo, ja, das ist das, was es ausmacht. Und ich wäre jetzt wirklich sehr erfreut, wenn das Game nicht jederzeit bei magischen Zahlen wie Minute 22 oder 33 hängen bleiben würde. Wenn er jetzt wieder Vollspeed macht und ein Drake gemacht wird in der Zeit, ja, dann kill ich euch. Ja? Wenn jetzt der Drake wurde gemacht. Der Cloud Drake wurde von Mysa gemacht. Und jetzt ist der Stream. Was ist denn das? Leute. Props an den Stream. Und Props an mich, dass ich nicht da war, während das ganze Spiel live abging. Wow, jetzt seid ihr live. Schön. Was ist passiert? Wir wissen es nicht. Es ist nichts passiert, bis auf den Drake. Next Drake will be Elder Drake. Der Baron schaukelt sich immer noch, keult sich immer noch einen Baron Pit. Hier scheint jetzt für den Baron gegangen zu sein. Ich meine, Kha'Zix ist gerade gestorben. Oh, das ist. Die haben wohl draus aus ihren riskigen Baron Calls gelernt und wagen es dann lieber doch nicht. Aber Leute, irgendwie müsst ihr ja was tun. Oder ihr wartet einfach und. Ich meine, Gragas wird jetzt hier getradet auf der Botlane und da muss jemand hin. Oh, die Gragas Ult hat sie nicht rausgehauen. Das ist unlucky, weil jetzt. Jetzt müsste ich hier Kindboy Academy sehr auf die Botlane konzentrieren. Auf die 2 offenen Inhibs. Und gleichzeitig wird auch noch der Baron gemacht. Keine Chance. Ja, das ist halt. Es wäre risky gewesen, hier Baron zu machen.
Aber sie hätten es vielleicht tun sollen. Sie hätten nicht Ewigkeiten, man sieht es, sie hätten nicht Ewigkeiten den Baron leben lassen können. Irgendwann schnappt sich mal Insanity, was ihnen zusteht. Und jetzt haben wir hier eine Überzahl. Gragas. Sorry, Finolo, aber das hat leider das Game ein bisschen, soll man sagen, bestimmt. Weil der Baron-Buff ist da, die Inhibs kommen wieder, Top-Lane-Inhib kommt und auch Mittle wird gleich wieder da sein. Oh, er ist bereits wieder da, aber wurde direkt wieder gemacht. Also, die beiden sind gefallen, der Baron-Buff pressured den Nexus-Turret rein. Was wollen sie tun? Sie sind halt wieder, Jinx ist tot. Das ist, das scheint das Ende zu sein hier. Schade. Nunu wird nochmal geultet von Miser Heart. Das war sehr knapp. Sie hätten beinahe den Durchbruch gekriegt. Ich hätte es ihnen auf jeden Fall gewünscht. Es war risky, aber hier müssen sie im zweiten Game definitiv was dagegen tun. Fitch ist einfach fett as fuck. Alter Falter. MyInsanity gewinnt Game Nummer 1 hier im Achtelfinale. Das war eine schöne Runde. Knapp. Eng. Mal schauen, was die zweite bringen wird. Ich bin gespannt auf die Picks von Kingboy Academy. Yo!